Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dynamit Harry. Oh mein Gott, wir sind jetzt im vermeintlichen Paradies. Und die Kühe machen normalerweise Mu, wenn man drauf springt. Das habe ich jetzt nicht gehört. Und ich weiß noch, wo ein paar Secret Bonus Points sind. Ich glaube, dafür brauche ich den Hammerkopf. Und warte mal, warst du das? Nein, du machst Mu. Warst du das? Nein, du machst Mu. Du wirst, du bist es. So, Secret Point 1. Und der dicke Vogel da oben. Der dicke Vogel da oben ist unser zweiter Secret Bonus Point. Und ich glaube, wir brauchen den Kopf hier nicht mehr. So. You are Harry, aren't you? We are very grateful for your courageous actions. Natürlich. Weiter, weiter. But unfortunately, this is not the Emperor's castle. Please don't put all those who escaped in danger. I implore you, please go away. Don't do it, it's a trick, the castle really is here. We need to stop this puppet somehow. What in the world? If it's come to this, then I will make you leave by force. Und willkommen zum Endgegner-Battle. Die Geisha ist nämlich nicht nett zu uns und die schießt ihre langen Arme nach uns. Und unser Ziel ist es, das was ich jetzt nicht... Oh doch, vielleicht? Ja, genau. Sie so hinzustellen, dass die Tussi da oben die Schlüssel in ihren Rücken schmeißen kann. Denn nur so kann man sie besiegen. Die Geisha sah übrigens... verflucht. Im Europäischen wieder mal komplett anders aus. Ich werde dafür mal den Screen hier toll einfügen. Die ist nämlich in der europäischen Version ein total komisch aussehender Roboter. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau warum, war ihnen die Geisha zu japanisch oder so? Ich habe keine Ahnung. Ach, verflucht. Und auf jeden Fall ist der Kampf hier relativ einfach, weil man eigentlich... Ach Mann, wenn ich mich nicht immer treffen lassen würde, die zieht auch fast nichts ab. Insofern ist das schon egal. Man muss halt nur darauf achten, dass man auf der Seite steht, auf der... Ja, also ihr wisst schon, wie ich das meine. Man muss halt so stehen, dass der Rücken dann zu der anderen zeigt. So, ja, diesen unglaublich spannenden und schweren Kamm macht diese Maschine auf magische Weise diese Tarnung vom Schloss weg. Oder sie zerstört einfach nur die Kulisse, das weiß ich nicht. Und warum unser Held am Ausrasten ist und dieses Mädel da alles total gechillt überblickt, das weiß ich nicht. As you can see... Ach nee, das ist Mädel. As you can see, the keys were necessary to open the entrance to the castle. I'm sorry if I appear to be using you. Please be careful from this point on. Wow! You know about the secret entrance to the castle? Who are you? Well, it doesn't matter who you are. I cannot allow you to pass. Du kommst nicht vorbei. Und das sagt uns wieder Target. Okay, also wir wissen jetzt, wir müssen das Gesicht treffen. Und die Arme der Geisha sind ein kleines bisschen anders geworden. Und damit wir vor allem ihren Schwachpunkt nicht attackieren können... Au! Hält sie unser Mädel einfach mal vors Gesicht. Außer jetzt. Und dann müssen wir sie hauen. Und dann kommt halt dieser Feuerdings runter. Und dann müssen wir versuchen... Verflucht! Nein! Nein, 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 nein! Ah, ist schlecht. Okay, also wir müssen eigentlich versuchen, dass die unseren Kopf anvisiert, während der nicht am Körper steckt. Das könnte ich noch schaffen. Ja, ah, verflucht. Okay, es ist keine gute Idee, sonst wo zu stehen. Ah, ja, genau so macht man das. Man springt, schießt und dann trifft sie einen nie, weil sie immer nur den Kopf anvisiert und der ist ja zu schnell für sie. So, und dann stellt man sich drunter, spuckt sie an und springt weg. Yeah! Und es wundert mich, dass sie diesen kleinen Gehilfen da nicht attackiert. Irgendwie. Alle anderen Bosse haben ihn noch weggekloppt. Sogar der erste hat es gemacht, soweit ich weiß. So, und die Wirbelattacke hasse ich am meisten. Die zieht auch gut ab. Oh, das könnte noch was werden. Jawohl. Am besten ist es auch, dass man am Ende nochmal wegspringt. Weil dieser Feuerschwall, der dann aus ihr rauskommt, einen trotzdem noch treffen kann. Darum ist Springen besser, wenn man dann in der Luft ist. Oh, war es das etwa schon? Nein. Oh, die hat gar kein Feuer verloren. Oh, schlecht. Nein. Oh, schlecht, schlecht, schlecht. Hoch, hoch, hoch. Gut. Gut, gut, gut. Noch ein bisschen gerettet. Das war auch übelst knapp gerade. Okay. Was war das denn? Oh, Mann. Okay, das war zwar ein Secret Bonus Point, aber es war trotzdem dumm. So, jetzt haben wir sie getroffen. Toll, jetzt müssen wir sie noch einmal mehr treffen wegen dem Secret Bonus Point. Das war gerade wieder super riskant. Hoch, hoch. Oh, das war's schon. Durch. Ich hasse die Phase. Oh, Mann. Nach links. Man muss echt den richtigen Zeitpunkt erwischen. Oh, das ist... Ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Sehr gut. Wenn wir übrigens unser Mädel aus Versehen ankloppen und beißen, dann, ouch, bekommen wir auch Schaden. Also so, als hätte die uns berührt. Das ist total uncool und macht den Kampf nur noch unnötig schwer. So, das könnte noch was werden. Boah. Oh, das war knapp. Und darum sollte man springen. Okay. Hep, hep, hep. Oh, schon vorbei? Nee, ah. Schön. So, wow. Das wäre fast übel ausgegangen.
Ich habe sie besiegt, da bin ich jetzt froh drüber, aber ihr habt doch das gesehen, was sie gerade gesammelt hat. Und das mit diesem Schriftzeichen, ich glaube, das kann ich im nächsten Level zeigen, ist die Niete unter diesen Köpfen, die es gibt. Das ist wirklich übelst schlecht, wenn man die einmal kriegt in einem Bosskampf, ist der Kampf eigentlich gelaufen. Und man kann gleich aufgeben. Ich muss da den Kopf zeigen, wenn es soweit ist. Ich weiß, dass ich den jetzt im nächsten... In den nächsten 2-3 Leveln müsste das vorkommen. Da kann ich das nochmal zeigen. Das werde ich jetzt nicht so gut hier erklären können. Okay, dann würde ich mal sagen, heldenhafte Wurfpose. Und wir begeben uns zum bösen Schloss. Mit epischer, heldenhafter Musik. Geht's voran. Vielleicht. Hey. Oder auch nicht, war das im Europäischen auch? Ich weiß es nicht. Ich glaube doch, ja. Bist ein bisschen spät, Kumpel. Was soll's? Fight! Und 7 Leben, das ist sehr gut. Ach ja, wir müssen uns einen der beiden Köpfe holen, es ist egal welcher. Und immer wenn das so tiu-tiu-tiu-tiu macht, müssen wir uns entweder unten ducken oder oben an die Wand haken. Bei den Löchern hier ist es noch egal. Da können wir uns noch problemlos auch unten drunter verstecken. Ich glaube, bei dem Loch hier geht das schon nicht mehr. Da brauchen wir, glaube ich, den Schrumpfkopf. So. Ah, das kommt schon wieder. Hoch, 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 hoch. Gut, fein. Ein bisschen Button-Mächen ist doch schön. Erschnappe ich mir jetzt den? Fein. Ich duck mich lieber sicherheitshalber. Nein, ich will den nicht. Den, danke. Ich duck mich lieber... Oh, toll. Nochmal hoch, bitte. Ich duck mich lieber sicherheitshalber. Weil man weiß ja nie. Ah, los, weg. Oh, shit. Nein, das wird nichts mehr. Nein. Okay. Zum Glück wird man nicht besiegt. Jetzt zieh ich mich aber hoch. Boah, das ist immer super knapp. Also... Man ist wirklich angetan, diese hohen Stellen zu nehmen, wenn man sich an die Decke zieht und nicht diese tiefer gehängten Decken. So, jetzt gehen wir einfach als Kleiner weiter, das müsste alles funktionieren. So, da stellen wir uns nochmal hier rein, warten das Ganze ab, dann klopft die ja eh weg. Ich frage mich sowieso, wie die dort stehen konnten, wenn da schon 5 Raketen lang gefahren sind. Toll, und hier hätten wir den großen. Das schaffe ich noch. Nee, das war so klar. Missile Base. Welcome. Schön, wir werden hier sogar willkommen geheißen. So, jetzt ziehe ich mich gleich mal hoch. Das ist nämlich der Typ, der die schießt und den sollten wir möglichst erledigen. Da kommt wieder das Geräusch. Gehen wir mal hoch. Was machen die da oben eigentlich? Feuern die uns an? Finde ich gut. So, klein machen. Das wäre sonst zu eng. Jetzt hole ich mir wieder den großen Kopf. Und ich ziehe mich wieder hoch. Das wird toll, wie oft wir den hier treffen. Fehlt das Geräusch? Ja. Oh, toll. Dumm. Ich glaube, wir haben genau den Moment getroffen, wo der Sound gekommen wäre und haben den mit unserem Sound überdeckt. Aber es hat sich jetzt eh erledigt. Oh, wie unfair das war. Dumm. Und vor allem fallen die oben... Was soll's? Radical Party. Ach, oh, die Musik ist so göttlich. Oh, ich mag die. Ist so toll komponiert. Okay, dann... Hauen wir sie mal den, dann hauen den kaputt. Hey, hey, gut. Ach toll, da brauchen wir den nochmal. Aber das macht nichts. Sollst du auch so bekommen. Cool. Ach, da, Hedy, nur stell dich nicht so an. Okay. So, hier müssen wir uns rüberziehen. Und haben eine Sackgasse. Hä? Ach, hier kann ich runter. Okay. Oh, und hier darf... Scheiße. Nein, ich habe das Falsche gemacht. Nein. Okay, das können wir vergessen. Dumm. Das ist mir früher als Kind schon immer passiert. So, machen wir den mal runter. Holen wir uns hier hinten nochmal den Eisenkopf. Ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen, so zwingend. Ach, ich sehe gerade, wenn wir da unten runtergehen, kommen wir daraus, wo wir gerade eben vorhin hier die Punkte gesammelt haben. Aua, der spuckt ja! Was ist das denn? Und ich habe es irgendwie geschafft, da hochzugehen, ohne auf das Mendel zu springen, wie auch immer. So, und jetzt erst den oberen. Nein, nein, komm hoch! Und dann können wir die nämlich als Treppe benutzen. Oh, schön. So, und dann holen wir uns mal hier hinten noch die Bohne. Die uns um einen Punkt hält, glaube ich, nur. Aber es ist egal, es ist ein Punkt, der vielleicht wichtig ist. Und das gleiche machen wir hier oben nochmal. Ja, mit Eisenkopf geht das halt bedächtig leichter. Da muss man nicht zweimal ranhauen. So, rüber. Wie komme ich denn da? Ich glaube, das kriege ich hier hinten. Ja. Boah, die übelst bedrohliche Musik. Dabei ist es nur ein normaler Gegner. Was war denn das Herz? Also, wir müssen auf jeden Fall die Zahlen in sein Gesicht schießen. Und die machen so viel Schaden an ihm, wie die Zahl, die draufsteht. Darum ist halt die kleinste Zahl... Auch die größte Kugel, weil man die halt am leichtesten trifft, davon müssen wir sie halt häufiger treffen. Oh, es wäre halt schön, wenn ich ihn überhaupt treffe. Oh, das ist schlecht. Nein, nein, nein. Dumm, 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 dumm. Ich möchte hier bitte raus, ohne Schaden zu kriegen, danke. So, das treffen wir. Jawohl, eine 8. Sehr gut. Ah, dumm. Es kann sein, dass sein das Herz wieder heilt. Also, dass das den Gegner heilt. Das wäre natürlich echt blöd. Und so schädigen geht nicht. Okay, dann warten wir mal ab und springen jetzt nicht
durch. Okay, dann lassen wir uns halt cool treffen. Ist auch was Schönes. So, die 4 nochmal. Sehr gut. Und den Hangman sollte man möglichst nicht treffen, weil sonst zieht man sich selber in die Sonne und kriegt Schaden, was natürlich extrem blöd ist. Ja, es hat gereicht. Sehr gut. Und jetzt kommt, glaube ich, Phase 2. Ja, sieht so aus. Klack, klack. Die ist relativ einfach, weil die sich einfach nur im Kreis dreht und irgendwann lässt er los. Ich weiß noch nicht genau wann. Ah, toll. Genau da, wo ich nochmal drunter wollte, ist natürlich... dumm. Okay. Aber theoretisch... Moment, nein. Warte mal, ich glaube, da ist doch nochmal... Ja, da ist ein Z drin. Ich werde jetzt erstmal drüber springen und mir das Z schnappen. Dann können wir uns einfach mitten im Kampf mal schnell heilen. Und wenn wir voll sind, löse ich das einfach auf. Ha! Das ist voll gut. Mach mir den Stachelkopf und hau den wieder ran. Jetzt müsst ihr runter, ja. Drüber. Ranhauen, ranhauen, ranhauen. Ranhauen, ranhauen. Nach Mann. Nein, ich will nicht den Kopf. Ah, das ist sehr gut. Und jetzt müsst ihr nochmal in die letzte Phase kommen, oder? Kam da nicht nochmal was? Oh. Na gut, dann kam vielleicht nichts mehr. So, jetzt können wir nämlich auch endlich hier hoch. Ah, da ist noch eine... Das hätte ich nicht als Plattform. Au. Angesehen. Und ich glaube, die Dinger essen unseren Kopf. Shit. Au, wie habe ich denn die besiegt? Ah! Nein! Und die spucken den so bösartig nach uns. Danke, ich glaube, ich muss den Topf attackieren. Ja, das stimmt, das war's. Und da oben, wo Don Shuchi, kann ich es jetzt endlich zeigen. Das ist der Nietenkopf. Und genau dasselbe Zeichen wie das, was da oben jetzt ist, ist ja auch auf diesem kleinen Kopfauswahlteil gewesen. Und wenn wir das haben, können wir nichts. Wir können nicht schnell laufen, wir können nicht springen, wir können uns nicht ducken, wir können nur in einem unglaublich langsamen Tempo am Boden umherkriechen. Und damit sind wir natürlich so gut wie tot. Weil Schaden kriegen wir ja trotzdem. Nochmal hoch. So. Insofern ist es nicht sehr empfehlenswert. Komme ich denn da unten ran? Vielleicht ist hier irgendwo so ein Upgrade drin, womit ich das machen kann. Erstmal mache ich das weg. Aha, dann ist da nichts drin. Na toll. Ah, dann gehe ich mal schnell nach... Aha, ich gehe mal schnell. Dann gehe ich mal irgendwie nach hier rechts. Und ich weiß, dass ich die Stelle nicht gemocht habe. Weil unten, glaube ich, alles voller Stacheln war. Und die Stacheln ziehen echt viel ab. So. Normaler Kopf. Ich glaube, ich kann hier runter, ja. Ich glaube, ich kann auf diese Sackpuppen. Scheiße! Nein, ich bin zu klein! Ah! Nein, 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 nicht gut. Ah, vielleicht komme ich so rings. Ja, aber ich gehe erstmal nach dort. Was ist denn hier drin? Vielleicht komme ich so zu diesen ganzen Dingern. Da ist eine Bohne. Sehr gut. Miam, miam. Ah, wir sind wieder grün. Das ist ein Segen. Und was ist hier links? Sehr gut. Das können wir gebrauchen. Da ist trotzdem nichts. Hä? Okay, dann weiß ich nicht, wie man da hochkommt. Dann muss es da nochmal einen Trick geben. Vielleicht kann ich da links durch eine Wand springen, das weiß ich nicht. Ja, das werde ich jetzt nicht probieren. Oh, shit. Wie komme ich denn hier? Oh. Okay, ich muss, glaube ich, nach... Oh, shit. Ich muss von da nach da. Nach da. Nach da. Nach da und bin drüben. Sehr gut. Und dann probiere ich noch das. Das hat sich nicht gelohnt. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal, so schnell es geht, zur nächsten Stage kriechen. Und hab's geschafft. Reverse World. Die Welt gefällt mir sehr gut. Denn, wie man sieht, wenn wir das ranhauen, also wenn wir an das Ding ranhauen, dreht sich die gesamte Welt um. Das ist voll cool, aber leider entblößen dann manche Gegner ihre wahre Stärke, was ziemlich blöd ist. Ah, wie der zum Beispiel. Ah, shit, dumm. Der normalerweise nicht schießt, wenn er andersrum steht. Und ich möchte mal die 3 Köpfe. Und ich möchte... muss ich... Moment, nein. Ich muss... Erstmal besiege ich den. Na... Mann, so. Und jetzt will ich den Kopf na los haben, das rüberschieben und das alleine erstmal nach da links kloppen. So, dann schieße ich das hinterher. So, und drehe das Ganze um. Und jetzt kann ich auf die Teile springen und den erstmal besiegen. Ach, so, fein. Und jetzt das gleiche Spiel nochmal wiederholen. Diese Eisentür da links, die fällt runter, wenn wir die Welt umdrehen. Insofern ist das gar keine richtige Wand. Und hier, wie war denn das? Ne, das muss bleiben. Ist das nach links? Ich weiß es gar nicht. Ich mach das einfach mal. Und dreh die... Na, mach das nochmal schnell da rein. Und dreh das um. Und jetzt sollte ich vielleicht weggehen, sonst werde ich zerquetscht. Gut. Ach, ich weiß es wieder. Das kommt dorthin. Und dann drehen wir das um. Jawohl, und dann bilden die nämlich eine Stufe. Und geben das nach dort. Stufe, Stufe und sind drüben. Und unbesiegbar, kann nie schaden. Hm, das war... Ah, shit, hier kommt so ein nerviger Gegner. Und das war schon falsch? Nee. Wir müssen jetzt zumindest, also der dreht sich selbst nicht mit. Er bleibt immer richtig rumstehen. Ich weiß nicht warum. Und wir müssen das so umdrehen. Ah, dumm. Dass der die Kugeln auf den Kopf bekommt, was wir gerade nicht geschafft haben. Das müsste jetzt klappen. Sehr gut. Und ich glaube, die Größe der Kugeln ist auch entscheidend. Ich schiebe das mal nach dort und drehe das um und haut ihm die große auf den Kopf. Fein, hat geklappt. Autschen. Au, die tun mir ja auch weh. Wie uncool. Doof. Oh. Er schießt. Das sollte man auch noch ausweichen. Das müsste treffen.
Warum hat das nicht getroffen? Das ist dumm. Das nach links. Und jetzt ran, 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 ran. Klock. Oha. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass der abartig viele Lebenspunkte hatte. Macht die Kleine mehr Schaden? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. So, drehen wir das mal. Wow, das hat instant Schaden gemacht. Cool. So, nach dort. Ich glaube, wenn wir in Bewegung bleiben, fängt er auch gar nicht erst an, diesen komischen Blitz da zu schießen. So, meine Chance wieder. Drauf. Jetzt ist er kaputt. Wunderbar, wunderbar. Perfekt. So, dann geht's nach links weiter. Ach, dann drehen wir das mal und gehen nach links weiter. Und jetzt muss ich mich darauf vorbereiten, auf den schlimmsten Bosskampf, den ich kenne. Funny Angry. Was im Deutschen übrigens Twin Freaks heißt. Ist total furchtbar. Das ist er. Intruder discovered. You did well to make it this far. For a scrap puppet. Hey, but that's unfortunate for you. It is my honor to prevent you from confronting the Emperor. It's the start of the death race. Destroy target. Steady as he goes. As she goes. Was? She? Okay, wir machen die Dinger auf jeden Fall kaputt. Target ist sein Ohr, also eigentlich ist sein ganzes Gesicht das Target. Uah. Und das Problem ist aber, wenn wir das umdrehen, ist er halt angry und jetzt ist er halt funny. Weil wenn wir ihn umdrehen, ist sein Bart und seine Augenbraue in der Position vertauscht. Und dann ist er natürlich sauer, das war schlecht, und bewegt sich auch gleich, ich weiß nicht wie viel schneller. Auf jeden Fall bewegt er sich schneller. Oah. Dafür schießt er dann nicht diese komischen Puppen, aber das ist schlecht, wenn das so schnell ist. Nein, Scheibenmist! Oh, ist das knapp! Oh, ist das knapp! Nein! Oh! Oh, das möchte ich. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, das Hauptproblem ist, dass man hier an der Wand zerquetscht werden kann, wenn der zu schnell ist. Und da man das aber immer drehen muss, um weiterzukommen, kommt man nicht drum rum, den in den Angry-Modus zu bringen. Und das ist gut, dass wir den hier treffen. Ich glaube, ihr seht das total seltsam und ich glaube, das war schlecht. Ja, super. Hops, hops. Ran, 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 Heidi. Oh, da geht der Kopf in dem Moment weg. Wir sind schon so knapp vom Abnippeln. Oh, ist das immer knapp. Mann, ich hasse den. Nein, das war schlecht, das wollte ich nicht. Ah, das ist nicht gut. Nein, das war auch nicht gut. Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Oh, shit, 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 shit. Und vor allem sind wir schon so schlecht und der ist noch so gut. Warum? Der ist übrigens als Roter auch nicht verletzbar. Nur um das mal so zu erwähnen. So, grün. Meine Chance. Klack, klack. Heps. Nein. Oh, ich dachte jetzt schon, das Ding trifft mich. Ah, oh, drehen. Gut. Zumindest verschwinden die kleinen Teile immer, wenn wir den Screen drehen. Und die ist die hässlichste Stelle. Nein. Oh Gott, war das knapp. Meine Fresse. Oh, das war so. Oh, das ist auch. Nein. Ah. Ich hasse den so. Mann. Zum Piepen. Man kommt in so ein Ding zum Drehen. Danke. Das war falsch, ne? Oh, shit. Nein. Oh, dass wir das noch überlebt haben. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Oh. Okay, okay, okay. Das können wir noch schaffen. Wir können das noch schaffen. Nein, das war schlecht. Ich spring rüber. Okay. Ich treffe ihn. Nein. Wir haben so wenig Leben. Ich glaube, noch zwei Treffer oder einmal stacheln und das war's. Und dummerweise sind die... Shit, das hätte ich gewollt. Das sind die Dinger immer hier. Mit dem Hammerkopf hätten wir den vielleicht noch schneller fertig machen können. Drehen. Kaputt machen. Drehen. Vielleicht muss ich das gar nicht drehen. Theoretisch hätte ich da auch... Oh shit, das war eine dumme Idee. Nein! Ey, da war der Secret Bonus Point. Hm. Ja, Funny Angry. Na toll. Oh, müssen wir uns den Text jetzt nochmal anhören? Oder läuft der einfach gleich? Das in der europäischen... Ja, müssen nochmal, okay. In der Ach Mensch! In der europäischen Version, jetzt habe ich es. Läuft der eh einfach durch. Wir können ihn doch jetzt schon treffen, das ist gut. Werde ich jetzt ein bisschen Schaden vorarbeiten, damit wir hier ein bisschen schneller sind dann. Und immer wenn solche komischen Puppen drehen, kommen, werde ich die Welt einfach drehen und dann hat sich die Sache erledigt. Aber ich schätze mal... Bei meinem Glück und bei meinem Können bei diesem Gegner, sage ich mal, ich verbrauche noch mindestens 3 Leben bei dem, bis wir den besiegen. Ja, toll, gleich eingequetscht. Wie war das? So, 2. Leben? Shit. Oh, fail. Es geht gleich super los. Oh, Gott. So, bequem positionieren. Bla, bla, bla. Ich kenne deinen Text doch schon. Hör auf damit. Ja, ich bin keine Ski. Oder übersetze ich das falsch? Oh, shit, ich muss niesen. Nicht hier. Oh, Secret Bonus Point. Nein! Gut, da sind wir dann nochmal gestorben. Oh, scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht so oft sterben. Mann. Das ist doch doof. Der ganze Text das ganze Mal. Oh, das ganze Mal. Jedes Mal. Oh, yeah. Secret Bonus Point. Cool.
Und genau an dieser Stelle hat sich dann mein Renderprogramm gedacht, dass es doch viel cooler wäre, einfach nur einen schwarzen Bildschirm zu dem Ton abspielen zu lassen. Na, ist das nicht große Klasse? Nein, ich finde nicht. Dummerweise habe ich natürlich das Rohmaterial aus Platzgründen schon löschen müssen und konnte das jetzt nicht nochmal, wie nennt man das denn, retten? Also ich konnte es nicht mehr wiederherstellen. Aber es ist halt doch relativ wichtig für die Story und deswegen nur für euch habe ich das ganze Spiel nochmal von vorne durchgespielt. Bis zu dieser Stelle, nur um euch diese Szene zu zeigen. Alles, was im nächsten Part kommt, ist dann noch die alte Aufnahme. Also das ist noch alles da, da habe ich auch geguckt, da stimmt auch wieder alles. Es hat nur hier die letzten paar Minuten nicht mehr mitgerendert. Ich weiß nicht warum, ich habe es leider auch beim Rendern nicht gemerkt. Ah, naja, was soll's. Wie dem auch sei, wundert euch nicht über diesen komischen Schnitt. Das ist alles geplant und profimäßig durchgezogen hier, ja. Und genießt das Ende von dieser Folge und freut euch dann auf die nächste, die wieder richtig auf dieser jetzigen basiert. Insofern, viel Spaß! So, da sind wir auch schon wieder dabei. Juhu, in Take 2 von Funny Angry. Ich dachte, ich hätte den hinter mir, aber anscheinend war das nicht so. Ich habe übrigens rausgefunden, dass man mit Start die Textblasen wegschießen kann, aus Versehen. Das ist mir nämlich beim richtigen Durchspielen dann nach dem Gegner hier nochmal passiert und ich habe aus Versehen seine Textblase abgebrochen. Insofern, hey, jetzt kann ich dir nochmal vorlesen. Total gut. Dann kommt das zwar komisch rüber, dass ich mich im nächsten Video nochmal dafür entschuldige, aber das ist ja erstmal Wurst. So, und meine unglaublich tolle Taktik, die ich in der Zeit herausgefunden habe, ist, dass man möglichst so selten wie es geht diese Platten umdrehen sollte. Oh, schön. Verflucht. Also diese Platten umdrehen sollte, wodurch er dann rot wird. Das heißt, wenn er einmal grün ist, außer bei diesen Zickzack-Wegen, die wir hier gehen müssen. Hier zum Beispiel. Nicht drehen, auf keinen Fall. Lieber ignorieren und über die Stacheln springen, denn erstmal ist er dadurch weiter hinten. Und das war gerade schlecht. Und des Weiteren ist er halt auch verwundbar. So. Hops, so, jetzt muss ich, warte, hier erstmal ran. Und wenn ich jetzt nochmal, Mist, toll, jetzt war das Vieh genau dort. Also wenn man sich hier nochmal trifft, also hier dieses blaue Ding trifft, wenn man da oben steht, dann kann man das so drehen, dass man nicht über diesen Stachelweg laufen muss. Das ist ganz nett. So, jetzt hüpfen wir wieder mal hier rum. Sieht allerdings ziemlich knapp aus im Moment, aber ich denke mal, nach meiner super tollen, stundenlangen Erfahrung, Secret Bonus Point, den habe ich übrigens auch im richtigen gesammelt bei dem Durchgang. Bei meiner unglaublich überlegenen Taktik, die ich jetzt entwickelt habe, sollte der Boss jetzt eigentlich kein Problem sein. Wenn ich jetzt hier nicht sterbe. Ja gut, das habe ich überlebt, gut. So, dann hole ich mir mal das, obwohl ich... Ach, scheiße, den kann ich ja nicht verletzen in der Form. Oh, dumm. Spring, Hedy, spring. Lauf, hops. Na komm, wo ist denn hier so ein Teil da oben? Nein, das brauche ich nicht, das brauche ich. Das wäre fast in die Hose gegangen. So, das drehen wir nochmal. Dann drehen wir das nochmal. Und jetzt brauche ich das, glaube ich, nicht mehr. Nein. So, und jetzt hauen wir den zu Brei. Oh, jetzt. Der muss doch bald kaputt sein. Verflucht. Oh, okay, ich glaube nur noch... ein oder zwei Treffer, dann müsste der hinüber sein. Boah, jetzt habe ich wieder den Hammer nicht bekommen. Mist. So, laufen wir mal weiter. Ja, jetzt müsste ich ihn besiegen können. Und nochmal. Sehr gut. Fein. Oh, Wahnsinn, wie krank das war. Oh, aber dann kann ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich das im vorherigen Teil nochmal gesagt hatte jetzt schon, oder ob das in dem rausgeschnittenen Teil jetzt war. Wir haben das Schlimmste überstanden. Dieser Boss ist wirklich... der schwerste im Spiel, meiner Meinung nach. Nicht mal der Endboss ist so schlimm wie der. Insofern, yeah! Nichts steht mehr im Wege. Yeah! Okay, und wir haben nur 2 von 6 Secret Bonus Points. Ich weiß nicht, wo die anderen davon sein sollen. Aber da ich ja keinen 100% Run mache, kann mir das komplett egal sein. Yeah! The Rival! So, ne? Wow, just what I expected of the Emperor's Castle. To think that such an awesome body as this would be abandoned by a garbage doll. Well, since this would be a pity for you to be defended so quickly, I will play with you for a little while. Und das war die Textblase, die ich aus Versehen weggedrückt hatte. Oh no. Dann würde ich mal sagen, jetzt mit diesem Lift, der jetzt auch aufwärts geht, wird es mit dem LP auch weiterhin aufwärts gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal genau an dieser Stelle. Bye.